Moin zusammen und herzlich willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode des Hannover 96 Karrieremodus. Wenn das mal kein kreativer Anfang war, dann weiß ich auch nicht. Wir gehen ganz stark Richtung Transfer Deadline Day. Wir haben das Topspiel gegen den FC Nürnberg in dieser Episode, müssen allgemein vorankommen in dieser Karriere. Aber bevor es hier richtig losgeht, möchte ich euch nochmal ein paar Worte sagen. Erstens, eure Vorschläge für das Thema Transfers haben mich jetzt nicht vom Hocker gehauen. Dementsprechend lassen wir das Ganze so und versuchen mit dem aktuellen Kader irgendwie den Aufstieg zu bewerkstelligen. Tabelle sieht ja auch gut aus, also eigentlich müssen wir uns gar nicht irgendwie Sorgen machen. Punkt Nummer 2 ist, dieses Video kann gegebenenfalls erst Samstag kommen. Ich habe angekündigt, es kommt Freitag, aber mir ist im Umfeld einiges passiert und mir ist mal wieder bewusst geworden, dass es deutlich Wichtigeres gibt und auch deutlich Schlimmeres, als wenn man ein Video ein bisschen später kommt, als wenn man mal ein Video nicht aufnehmen oder bearbeiten kann, als wenn die Arbeit vielleicht nicht läuft oder als wenn 96 ein Spiel verliert oder ein Spieler eine dicke Chance vergibt. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Das heißt, die Marvin Ducksch-Hate-Kommentare, zu denen ich später in diesem Video nochmal ein bisschen expliziter kommen werde, auch wenn es ja kein richtiger Hate war, sondern mehr Kritik, die werden jetzt ab offiziell heute aufhören. Dementsprechend wartet gerne mal mein Statement dazu ab. Und aller guten Dinge sind drei, dieser Karrieremodus kommt leider Gottes nicht so gut bei euch an, wie ich das erwartet hätte am Anfang des Jahres. Es ist zwar 96 Karrieremodus, viele von euch sind 96 Fans, aber nichtsdestotrotz, ich weiß nicht, woran es liegt. Schreibt mir gerne in die Kommentare, woran liegt es, dass ihr glaubt, dieser Karrieremodus wird nicht so oft angeklickt? Sind die Thumbnails scheiße? Sind die Titel kacke? Ist einfach die Art und Weise, wie ich den Karrieremodus mache, nicht gut? Ich bin gespannt auf euer Feedback, aber deswegen werde ich nach dieser ersten Saison diesen Karrieremodus pausieren und mit anderen Projekten Richtung Karrieremodus fortfahren. Das heißt, wir sind jetzt relativ schnell durch, vielleicht bereits in der nächsten Episode mit dieser Karriere. Auch wenn das, wie gesagt, nur eine Pause ist, weil ganz ehrlich, wenn wir aufsteigen, dann muss ich auch irgendwann noch mal in der ersten Liga spielen. Und jetzt kommen wir nämlich genau zum passenden Thema, was ein absoluter Zufall ist. Die Gerüchte, die in letzter Zeit in den Medien kursierten, haben mich ein wenig nervös gemacht. Ich möchte Sie bitten, mir noch einmal eine Chance zu geben, zu beweisen, dass ich wirklich der beste Mann für den Job bin. Marvin Ducksch bittet also um eine Gelegenheit. Ja, und das Thema Marvin Ducksch war in den letzten Wochen hier auf dem Kanal ja omnipräsent. Nicht nur in den 96 Reactions, sondern eben auch im Karrieremodus. Und dazu möchte ich nochmal ein bisschen was sagen. Erstens, es ist natürlich meine persönliche freie Meinung als Fan. Und als Fan ist man auch mal emotional. Das heißt, auch Kritik, die vielleicht ein bisschen ausartet an einem gewissen Spieler, kommt mal vor. Nichtsdestotrotz sollte das alles immer noch im Rahmen und über der Gürtellinie bleiben. Und gerade einige Kommentare, die man auf Social Media liest, beziehungsweise die allgemein so verbreitet werden, die sind absolut nicht in Ordnung. Es gibt weder Hassnachrichten, die sind absolut nicht im Rahmen, als auch Beleidigungen oder Drohungen oder sonst was. Das ist nicht der Sinn der Sache. Man kann sportliche Leistungen kritisieren. Ich bin immer der Meinung, dass es absolut nicht geht, was Ducksch momentan performance-technisch auf den Platz bringt. Aber jeder hat mal eine schlechte Phase. Er kann nichts dafür, dass er aufgestellt wird. Im weitesten Sinne ist da der Trainer für verantwortlich und dementsprechend muss man ihn unterstützen, aus dieser Phase wieder rauszukommen. Kritik ist völlig in Ordnung, dass man ihn nicht nur permanent loben kann dafür, auch absolut richtig. Aber trotzdem, gerade was Hate angeht, vorsichtig und dementsprechend habe ich für mich entschlossen, ich werde diese Kritik bzw. diese Negativität gegenüber Marvin Ducksch aus diesen Videos rauslassen, werde explizit auch dafür sorgen, dass ich ein besseres Bild von ihm bekomme. Ich habe es vor ein paar Wochen angekündigt, gegebenenfalls wäre der einer meiner Lieblingsspieler. Das Potenzial dafür hätte er als Charakter und ich möchte eher in die Richtung gehen, weil er ist ein guter Stürmer. Er hat nur momentan eine sehr, sehr schwierige Zeit und er ist halt kein Knipser. Er ist halt ein Chancentod. Aber das ist nicht dramatisch, das ist nicht schlimm. Er macht trotzdem seine Buden im Normalfall und ich hoffe, dass das in nächster Zukunft wieder passiert. Gegebenenfalls schon dieses Wochenende gegen den HSV, wenn ich da nicht von ausgehe und mich auch mit 96 Prognosen im Moment auch auf Instagram, auch hier auf YouTube mit den Reactions zurückhalten werde, weil mich die Situation momentan nervt und ich nicht noch negativer über meinen eigenen Lieblingsverein reden möchte, aber gerade wenn ihr vielleicht selber mal so einen kleinen Ausfall hattet Richtung Ducksch, passt mit sowas auf, seid vorsichtig, gerade ein Verein, der Robert Enke beerdigen musste, auch wenn das nicht an sowas lag, nicht an Kritik, nicht an Drohungen, nicht an Hassnachrichten, nicht an Beleidigungen, muss man trotzdem aufpassen und wir sollten dafür sensibilisiert sein. Das heißt, Kritik, ja, Beleidigung, No-Go. Auch hier in den Kommentaren. Ich werde seinen Wunsch dementsprechend berücksichtigen. Ich bin gespannt, ob er denn wirklich zeigt, dass er der beste Mann für den Job ist. Jetzt in der Doppelspitze hat er theoretisch die Chance, sich festzuspielen. Neben dem einen oder anderen. Und der ein oder andere, die heißen Johnny G, John Guidetti und Hendrik Weidern. Hendrik Weidern mit 14 Toren, Top-Torschütze der zweiten Bundesliga aktuell. John Guidetti gerade im Winter geholt, dementsprechend aktuell gesetzt. Aber das muss ja nicht heißen, dass Ducksch sich da nicht reinspielen kann. Und genau das probieren wir doch aus. Wir spielen Topspiel gegen den FC Nürnberg. Erster gegen Zweiter der zweiten Bundesliga. Johnny G in der Startelf. Auf der anderen Seite viel Qualität. Und wir wollen drei Punkte, um uns richtig zu distanzieren.
Wann übrigens Next-Gen-Gameplay kommt, kann ich euch absolut noch nicht versprechen, geschweige denn garantieren, schlicht und ergreifend, weil ich nicht weiß, wann Sony bzw. Saturn endlich mal dazu kommen, mir meine seit September vorbestellte PS5 zu liefern. Aber ich denke, das Problem haben einige von uns und von euch. Der Nürnberger Nürnberger ist zu langsam für Linton Miner, zweiter Pfosten Johnny G. Da reg ich mich aber auf. Ich habe übrigens im letzten Video, Gott sei Dank sind die sowieso nicht so geklickt, einen Copyright-Claim dafür bekommen, dass ich Johnny G zu lang gespielt habe. Das hat mich persönlich ja geärgert. Ah, schlecht verteidigt. Da ist Hult nicht mitgegangen. Wow. Also 150% Ballbesitz für Nürnberg und wenn man aber aufs Tor kommt, kommt so ein Kullerschuss. Wahnsinn. Unsere beiden absoluten Shootingstars diese Saison haben leider beide absolut keinen guten Tag erwischt und dementsprechend jetzt relativ spät leider schon, weil der Ball nicht raus wollte. Auswechslung und Duxch bekommt tatsächlich seine Chance zusammen mit Fumessi für eben Weidand und Haraguchi. Das wäre jetzt die Story gewesen. Ich weiß, es war John Guidetti, es war nicht Marvin Duxch, aber Tfumessi mit einer guten Einzelleistung und dann fast der Ausgleich. Jetzt ist er da, der Moment. Marvin Duxch, das kannst du dir nicht ausdenken. Wir machen den Ausgleich spät. 75 Minuten durch und Marvin Duxch macht den Lauf. Levin Bender, natürlich, wer auch sonst mit der Vorlage. Und Duxch macht den Ausgleichstreffer. Ganz, ganz wichtig. Guidetti mit dem Steckpass, Bender die Übersicht und Duxch ist mitgelaufen. Ja, so läuft das dann. Oh, wir wollen den Sieg und Marvin Duxch lässt die dicke Chance leider liegen. Guidetti geht raus, Evina kommt rein. Alles nach vorne jetzt. Oh, Evina hat die Chance, der Held zu sein. Auch er lässt sie liegen. Und im Gegenteil, Nürnberg hat seinen zweiten Schuss aufs Tor und nutzt ihn zum Siegtreffer. Ist das bitter. Der Mann mit dem Elefantenjubel schießt Nürnberg wieder ran. Der Mann mit dem Elefantenjubel, das musst du dir mal vorstellen. Ja, Siegesserie gerissen, hätte natürlich nicht reißen dürfen. Das ist ja ganz, ganz bitter. Wir hätten die Chancen nutzen sollen, da hatten wir Pech. Wir hatten schlicht und ergreifend Pech. Wir waren die bessere Mannschaft. Nürnberg hat halt einfach die eine Chance, die sich ihnen gegeben hat, genutzt. Selbstbewusstsein hat uns nicht gefehlt. Aber, naja, es gibt solche Spiele. Irgendwann muss das passieren. Der Transfer Deadline Day ist relativ unspektakulär verlaufen. Nick Gudra hat noch eine Leihe angeboten bekommen zum FC Lugano. Das haben wir angenommen. Weidand hat ein Angebot von Nantes bekommen. Das haben wir abgelehnt. Wir mischen durch, denn wir spielen den Pokal. Nick Gudra, der übrigens seine Leihe abgelehnt hat, spielt natürlich trotzdem nicht. Es geht gegen Leverkusen. Und Leute, wir machen das in der Schnellsimulation. Wir müssen hier eigentlich rausfliegen. Vergleicht die Startelfs. Wir haben Tfumessi drin, Kaiser drin, Duxch drin. Wir haben auch Franke mal reingenommen, seine Chance gegeben. Hedenstad ist leider Gottes zu schlecht in Form. Den werden wir aber demnächst mal einwechseln. Wir können gegen dieses Team normalerweise nichts tun. Und das wird sich jetzt auch wahrscheinlich so widerspiegeln. Oh, im Elfmeterschießen. Das ist sogar sehr bitter. Wir fliegen durch einen verschossenen Elfmeter von Hendrik Weidand im Endeffekt raus. Ja, das ist natürlich ärgerlich. Kaiser und Duxch treffen sogar beide erst sehr spät der Ausgleich durch den Ex-Braunschweiger Bellarabi. Aber wir haben uns sehr teuer verkauft im Pokal und damit bin ich absolut zufrieden. Als nächstes geht's auswärts gegen St. Pauli. Ist ein Spiel, was wir jetzt natürlich gewinnen müssen, um wieder das Momentum zu bekommen nach zwei Niederlagen in Folge, was wir, glaube ich, so noch gar nicht hatten. Startelf bisschen durchgewürfelt, aber nicht zu dolle. Wir haben unter anderem halt eben jetzt Franco und Hübers mit Hedenstad in der Defensive. Ansonsten eigentlich relativ standardmäßig. Schnellsimulation auswärts habe ich kein gutes Gefühl, muss ich sagen. Wir gewinnen aber durch ein Tor von Levin Bender natürlich. Durch wen auch sonst. Als nächstes geht es mit gewohnter Elf wieder zu Hause weiter gegen Sandhausen. Sind Spiele, das wir normalerweise gewinnen müssen, aber sind natürlich ein ekelhafter Gegner mit Keita Rühel, mit einem Schirov, den wir ja gerne haben wollten, den wir auch im Winter gegebenenfalls geholt hätten. Mal sehen, wie wir uns verkaufen. Es wird nur ein 1:1. Weidand und Uaim machen die Tore. Das ist natürlich nicht unbedingt zufriedenstellend. Immerhin trifft Weidand wieder 15. Saisontor. Aber wir müssen jetzt mal wieder einen Sieg in der Liga zu Hause einfahren. Ansonsten haben wir da so ein bisschen Probleme. Jetzt zweimal in Folge zu Hause nicht gewonnen. Aber Leute, jetzt kommt der Plot-Twist.
das war's nämlich für diese Episode. Ihr merkt, es ist heute ein bisschen kürzer, das hat auch seinen Grund. Ich habe es gerade bereits angekündigt, ich will, dass die Folge noch so schnell wie möglich online kommt und habe jetzt nicht unbedingt mehr die Zeit, um jetzt länger aufzunehmen. Und es soll ja eine sehr, sehr interessante nächste Folge geben. Es gibt nämlich die komplette Saisonhälfte Nummer 2 quasi, also den kompletten Saisonendspurt inklusive Derby, das nämlich ist das nächste Spiel in der nächsten Episode XXL-Folge, das heißt da auf jeden Fall einschalten und wir werden sehen, schaffen wir den Aufstieg oder vergeigen wir ihn auf den letzten Metern und können wir das Derby für uns entscheiden oder choken wir und leitet das unseren Untergang in der zweiten Liga ein. Seid auf jeden Fall dabei, ich würde mich freuen, wenn euch das heutige Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. In der Videobeschreibung könnt ihr gerne bei Instagram vorbeischauen, um nichts mehr rund um meine Social Media Aktivitäten zu verpassen. Unter anderem Teambewertungen von euren Teams in der Weekend League. Dazu Fragerunde jeden Donnerstag, gemeinsamer Teambau für mein Weekend League Team und vieles mehr. Schaut da vorbei, hört Spotify, hört Klassenunterschied. Vielen Dank für jeden, der diesen Podcast bisher supportet hat. Und das soll es dann für heute gewesen sein. Ich bin raus, wünsche euch einen wunderschönen Tag. Passt auf euch auf, macht's gut, haut rein und ciao. Yeah.